Was ist los? Was ist passiert? Da drüben. Meine Frau und mein Sohn. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Was habt ihr vor? Was machen Sie da? Nein. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Oh Mann. Tja. Fehler in Kryoanlage. Alle. Oh Gott. Warum sollte Vault-Tec das tun? Wirkungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Also wie es scheint, sind. Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Alle tot. Ist da wer? Sie sind alle tot. Was ist denn da drin? Ein Computer? Willkommen bei Termling von Rockco Industries. Danke für Ihr Vertrauen in Vault-Tec. Kryoanlage. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Feinzelmanöver und weiter Steuerung deaktiviert. Kapselinsassenstatus. Kapsel C1 leer. Kapsel C2 Mrs. Callahan. Kapsel C3 Mr. Callahan. Mr. Abel, Mrs. Abel, Nora und Sean, Kleinkind. Mahmoud und Mr. Russell. Warum werden alle hier mit Mr. und Mrs. aufgelistet und nur ich und meine Frau werden hier mit Vornamen aufgelistet? Verstorben. Todesursache: Ersticken aufgrund versagender Lebenserhaltungssysteme. Ungültig, da ist keiner drin. Mr. Callahan. Verstorben. Todesursache: Ersticken aufgrund versagender Lebenserhaltungssysteme. Das wird bei dem beiden wahrscheinlich auch sein. Status unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Unbekannt. Fernsteuerung Überbrückung aktiviert. Okay. Ja, so viel dazu. Ist da hinten denn noch irgendwas? Nee, ne? Scheint nicht so. Hallo? Jemand da? Kritischer Fehler in Kryoanlage. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich.
Hier wieder alle tot. Das kennen wir ja schon. Mr. Di Pietro, Cindy Cofran, Mrs. Whitfield, Mrs. Cofran, Mr. Whitfield und Mr. Cofran. Muss ja auf Tab klicken, um zurückzukommen. Was ist das? Ein sauberer Voltec-Anzug. Ein paar Clipboarde, eine Kaffeetasse. Ein bisschen mitnehmen. Hier ist noch ein Clipboard und eine Kaffeetasse. Okay. Wir sterben gerade 10 Tode, wie ich merke. Stelle Schraubenschlüssel, Schraubenzieher. Nehmen wir mal einfach alles mit. So. Transfer. Achso, können wir einfach Sachen reinpacken. Wortanzug, Wortanzug neu. Gut, okay. Stahl. Achso, da war jetzt aber nichts drin, ne? Nein, da war nichts drin. Müssen hier lang. Unzugänglich. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Bitte ja, super. Sie sich an Ihren Vault-Tec-Wartungsmitarbeiter. Ja, dann müssen wir jetzt also den Vault-Tec-Wartungsmitarbeiter finden. Damit er uns diese Tür repariert, scheinbar. Schlagstock. Ah, sehr gut. Hätte ich mal eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Das Verteidigen, okay. Das ist Schlagen. Das scheint ein starker Angriff zu sein. Kann ich den Ton ausstellen? Können wir uns auf den Stuhl setzen, auch gut. So, was haben wir denn hier alles? Schachtel Zigaretten, abgenutztes Klemmbrett, Zigaretten, da ist eine Kaffeetasse. Wir nehmen einfach mal alles mit. Stimpak. Sicherheitsterminal. Was haben wir denn hier? Vault 111 Sicherheitsanweisungen. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 01011. Vault 111 ist dafür ausgelegt, dass die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Ah ja. Betriebsprotokoll Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Boah, Gott. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Die Leute sind zu entsorgen. Das klingt ja so ein bisschen, wie man das ja von früher noch kannte. Zu gewissen Zeiten, in gewissen Arbeitslagern. Mitarbeiterpflichten. Ach Gott, ey, wollt ihr mich denn verarschen? Wissenschaftsteam. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktionen von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden.
Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Sicherheitspersonal. Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen: Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen, nach Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzung des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Voltec-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikation erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Wir müssen gerade ein bisschen viel lesen. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Voltec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Voltec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Voltec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Voltec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, dem Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Okay. Und Sicherheitsaufzeichnungen. Oh, da sind auch wieder ein paar. Oh, wir haben scheinbar ein paar Jahre darin verbracht, wenn das Spiel im Jahr 2077 gestartet ist. Samstag, 23. Oktober 2077. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich versteh's nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experimentes ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Samstag, 25. Dezember 2077. Weihnachten unter der Erde. Habe mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Latzkuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die höheren Tiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich einen Wiederaufbau machen. Circa 3 Monate später. Montag, 14. März 2078. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. 23. April 2078. Schon ohne Wochentagangabe. Die Haupttür zum Vaultausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus.
Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkrecker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben. Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Er scheint also ja, nicht ganz so besonders hier unten abgegangen zu sein. Extermination is everyone's job. Mhm. Eine Kaffeetasse. Haklammern, Zigarrenkiste? Irgendwie sowas. Okay. Er ist hier nicht. So. Kommen wir mal weiter. Das ist ein ekliges Insekt. Stier! Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? RAD-Kakerlakenfleisch. Ich glaube, RAD steht für radioaktiv oder so. Nochmal einen Schlagstock für den Fall, dass wir den ersten übersehen haben oder hätten. Kaffeetasse, Bierflasche. Oh, klingt, als wäre noch was drin wäre. Zwar nicht mehr viel, aber immerhin. Wenn wir alles zusammenkippen, könnten wir noch ein Bier rauskriegen. Vorkriegsgeld, Bleistift. Ein Freizeitterminal. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Rick, Tim, TGM, SAE, SQV, TNM, TCL, TDD und so weiter. Und abspielen. Lade Holoband, bitte warten. Ach, ist nicht wahr. Wir können jetzt hier noch ein kleines Spielchen spielen? Komm, wir spielen mal eine Runde. Copyright 2075. Ach, nee. Das ist ja gar nicht so ein bisschen Mario Donkey Kong nachempfunden. How high can you get? Wuh! So, da kommt wieder eine Kugel von oben. Ey! Was war das denn? Ist da drüber gesprungen? Ah! Huch! Mal sicher. Wer denn noch? Und tschüss. Okay, was haben wir hier? Genau. Aber gut, das war jetzt nicht sonderlich schwer. So, haben wir schon mal die erste Seite.
Und tschüss. Ja, ich muss tatsächlich sagen, das erste Level hier ist wirklich das schwerste. Wie gesagt, ich spiele jetzt so lange, bis ich einmal die Leben verloren habe und dann hat sich das auch damit. Aber finde ich cool, dass die hier solche kleinen Extra-Games einbauen. Na! Oh, oh Mann. Okay, das war jetzt gerade blöd. Oh nein, okay, das war noch blöder. Ah. Nein, ich möchte hier nochmal play again. Quit game, yes. Aber wir können das rote Band mal auswerfen. Rote Gefahr hinzugefügt.